Jo Leute, was geht ab zu meinem Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal ein FAQ. Ich habe mein letztes FAQ, keine Ahnung wann, gefilmt. Ich habe wieder Bock auf das Video. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt. Ich werde nur ein paar so raussuchen. Werde ich abchecken. Meine Freundin, Instagram ist natürlich auch mal hier verlinkt. Ne? Müsst ihr mal abchecken. Liest mir halt die Fragen vor. Ja, ich will einfach mal sagen, fangen wir einfach direkt an mit der ersten Frage. Also, go, gönn dir. Die erste Frage von Jonas ist, wurdest du mal gesponsert? Also für die Leute, die es nicht wissen, ich fahre ja hier dieses Kinderspielzeug, diesen Roller. Nein, also ich fahre Scooter, das ist eine Sportart wie halt Skateboarden oder BMX fahren. Nur die meisten werden das halt nicht so akzeptieren und sagen, oh ja, Scooterfahrer sind schwul, ja, die fahren die ganze Zeit den Weg. So welche Leute sind das halt immer und denken das immer von den Scooterfahrern. Ja, ich wurde mal gesponsert, aber jetzt nicht mehr, weil ich rausgegangen bin, aber das hat private Gründe, warum ich rausgegangen bin. Aber ich fahre auf jeden Fall noch, also nicht, weil ich aufhören möchte oder so. Komm, nächste Frage. Okay, nächste Frage ist von Janis Tetzlaff. Er fragt, wie oft hast du schon mal Shisha geraucht, bitte? Ich wollte gerade sagen, Alter, Junge, Shisha bist, woher kommst du, Alter? Wie oft habe ich mal Shisha geraucht? Wie oft hast du schon mal geschichert? Geschichert? Ey, keine Ahnung, das kann man, glaube ich, nicht aufzählen. Das ist wirklich so, also, keine Ahnung, man zählt doch sowas nicht mit. Ich meine, würde ich jetzt einen Raucher fragen, ja, wie oft hast du schon mal geraucht? So, macht doch auch kaum Sinn, so, oder? Kann ich nicht mitzählen. Spaß, ich habe nur einmal. Madeleine hat gefragt, warst du anfangs selbstsicher vor der Kamera oder war es dir erstmal relativ unangenehm? Mein erster Vlog, der war richtig komisch. Ich kann ja mal ganz kurz mal eine Szene einblenden. Moin Leute, ich bin Kieran Reese. Ich habe mir jetzt einen YouTube-Kanal erstellt und wollte Vlogs drehen. Ja, ihr könnt ja ungefähr schon so sehen, so wie ich gar nicht offen war. So, checkt ihr, was ich meine? So richtig so wie so einfach wie ein Referat so aufgeführt. Junge, das war richtig, richtig übel. Also nicht übel, aber es war halt ungewohnt. Aber ich hatte schon immer so Kamerafetischisten. Heißt es überhaupt so? Kamerafetischisten? Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich war einfach schüchtern damals und jetzt bin ich es nicht. Nächste Frage. Paul fragt, kommst du mal nach Osnabrück? Da gibt es einen Park und eine Halle. Nach Osnabrück kann ich bestimmt irgendwann mal kommen. Also da werde ich, na, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mal checken, also ich werde dir nochmal Bescheid sagen, wenn ich da hinfahren sollte. Exxon hat gefragt, wird Samstag eine kranke Session? Mit wem jetzt? Natürlich ist das Rollerfahren gemeint, ja, wird es, ja. Safe. Safe. Luis hat gefragt, was ist dir wichtiger, YouTube oder Scooterfahren? Junge, immer diese ganzen Scooterfahren-Fragen, Alter. Ey, das ist eine Scheißfrage. Ganz klar YouTube, weil da kriegt man natürlich Geld. Also, ich weiß echt nicht, also, ich könnte mich nicht entscheiden, weil, ach man, keine Ahnung, das ist kacke, das ist eine Scheißfrage. Ich könnte mich nicht entscheiden, ich würde, glaube ich, ich könnte nichts aufhören davon. Also, wenn ich mich entscheiden könnte, könnte ich mich nicht entscheiden. Carla hat gefragt, wieso hast du so eine coole Socke als Freundin? Ja, also vielleicht wisst ihr es ja nicht. Also die ein oder anderen wissen es bestimmt, aber ich hole sie mal kurz. Ihr wisst ja, sie ist immer am Start, sie ist immer da, wenn ich sie brauche, wisst ihr? Immer. 24/7. Warum? Weil sie cool ist, deswegen ist sie meine Freundin. So Leute, das war's mit dem FAQ. Warte. Noch jemand hat geantwortet. Was sagst du zu Motorrädern? Also Motorräder persönlich feiere ich komplett, wirklich komplett. Aber ich bin zu faul, um einen Führerschein erstmal zu machen. Ich bin erstmal fokussiert, meinen Autoführerschein zu machen. Meine Freunde wissen es, dass ich richtig da am Rumhasseln bin. Ganz schlimm. Und ja, ich will erstmal meinen Autoführerschein haben und dann check ich mal wegen Motorrad. Weil ich habe wirklich richtig, richtig übertrieben Bock auf Motorräder. Aber dann denke ich halt natürlich wieder an diese Fails. So. It was at this moment that he knew. He fucked up. Und dann denke ich mir so, ja, mal gucken, ne, ob dir das Geld so übertrieben wird. Aber hey, safe. Und dann kommen irgendwann, wenn ich das haben sollte, so vielleicht in 20 Jahren oder so, Motorradvlog oder so. Janis fragt, wann werde ich endlich eingestellt? Ja, wann wirst du eingestellt? Ich meine, for low stelle ich dich immer ein, ne? So, okay, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die Antworten gefallen, das Fragen-Antworten-Video. Wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt, dann lasst mir mal eine Bewertung da, egal ob positiv oder negativ. Wenn es negativ ist, sagt mir, warum ihr es negativ bewertet habt. Wie gesagt, checkt die ganzen anderen ab, alle oben in der Videobeschreibung oder ganz unten, keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tut's einfach, wir sehen uns, haut rein, ciao.